begrüßen alle hier ausdrücklich, klar, dass so eine Veranstaltung auch ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Warum sind wir hier? Wahrscheinlich in zwei Tagen, also am Montag, startet die Gaza-Flotte mit Teilnehmern aus über 20 Ländern und vermutlich 10 Schiffen Richtung Gazastreifen mit dringend benötigten Hilfsgütern, Baumaterial und wird dabei israelisches Hoheitsgewässer wird israelisches Hoheitsgewässer dabei nicht berühren und trotzdem mit großer Wahrscheinlichkeit wieder wie im letzten Jahr in einem Piratenakt aufgebracht werden. Die Blockade des Gazastreifens dauert jetzt seit September 2007 an. Damals hat Israel den Gazastreifen zum feindlichen Gebiet erklärt, weil die Hamas die Wahlen gewonnen hat. Und seitdem werden eigentlich nicht nur Güter, die aus dem Gazastreifen exportiert werden, also Früchte und Blumen zum Beispiel, zurückgehalten, sondern es werden vor allem dringend benötigte Güter nicht in den Gazastreifen hineingelassen. Viele sagen jetzt, der Gazastreifen gehört nicht mehr zu den besetzten Gebieten, ist unter palästinensischer Verwaltung und Israel hat dort eigentlich nichts mehr mit zu tun. Ein Gegenargument zu dem jetzt vor kurzem stand in der Zeitung, dass Israel jetzt erlaubt hat, dass ein paar hundert Wohnungen im Gazastreifen wieder gebaut werden. Das zeigt also, dass Israel das sehr wohl alles und zwar komplett unter Kontrolle hat, was im Gazastreifen abläuft. Der zweite Grund, warum wir hier sind, ist, ihr habt es vielleicht gesehen, dass in anderen Ländern, in Marseille zum Beispiel, gab es eine große Fete zur Verabschiedung des Schiffes, was in den Gazastreifen gefahren ist. In Dänemark gab es Aktionen, wo viele Gewerkschafter daran beteiligt waren. Wir wollen hier auch so eine kleine Veranstaltung machen, weil dieses Jahr das erste Mal zwei Nürnberger mit auf die Gaza-Flotte fahren. Wir haben in den letzten Wochen Geld gesammelt, einen gebrauchten Krankenwagen gekauft, Medikamente und die zwei sind eben zurzeit in Griechenland. Der Krankenwagen ist hoffentlich schon auf dem Schiff. Und wir versuchen am Ende der Veranstaltung nochmal ein kleines Telefoninterview mit den beiden zu machen, um zu erfahren, was da aktuell gerade los ist. Bei den beiden Nürnbergern, die da sind, handelt es sich wohl nicht zufällig um zwei, die zumindest zum Teil arabische, genauer gesagt ägyptische Wurzeln haben. Der Ralf ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, weil er ganz maßgeblich hier in Nürnberg die Solidaritätsaktion zu der Bewegung in Ägypten mitorganisiert hat. Und den werden wir eben versuchen am Ende zu erreichen. Der dritte Grund, warum wir hier sind, das sieht man auch, ist natürlich die aktuelle Auseinandersetzung drum, was ist Antisemitismus. Es beutet im Moment ja gerade die Linkspartei ziemlich arg. Und ich habe dazu was rausgesucht, um in dem Fall einmal meine persönliche Haltung, die denke ich aber auch von vielen hier unterstützt wird, deutlich zu machen. Und zwar ist vor zwei oder drei Jahren in einer tunesischen Zeitung ein Artikel erschienen, unter dem Titel "Die Juden sind unsere Brüder, aber die Zionisten sind unsere Feinde". Und der Chefredakteur dieser Zeitung, der schreibt dort, alle Tunesier, deren Erinnerung noch vor die Gründung des Staates Israel und den Sechstagekrieg zurückreicht, denken vor allem an die echte Verbundenheit zwischen jüdischen und muslimischen Familien in Tunesien. Und zur heutigen Situation, sagt er,
Die heutige junge Generation kennt die Juden nur noch durch das Prisma Israel und im Zusammenhang mit der Ungerechtigkeit gegen die Palästinenser. Ich denke, das kann man soweit unterschreiben und verstehen und nachvollziehen. Und ich denke, hier ist auch niemand, der in Abrede stellen will, dass es natürlich in der arabischen Welt auf Grundlage dieser Politik auch einen Antisemitismus gibt. Der Schriftsteller schreibt dann weiter: Die Juden sind unsere Brüder, aber die Zionisten sind unsere Feinde. Ein Mensch kann nicht wegen seiner Religion oder seiner Kultur abgeurteilt werden. Das ist Rassismus. Aber eine politische Anschauung oder Ideologie kann sehr wohl abscheulich sein. Was für mich unterm Strich vor allem dasteht, ist die klare Unterscheidung zwischen dem, was ist ein Israeli, immerhin 20% sind Palästinenser, was ist ein Jude, Religionsgemeinschaft, und was ist der Zionismus, eine politische Ideologie. Und ich denke, das ist genau das, was der Herausgeber dieser Zeitschrift hier mit seinem Artikel geschrieben hat. Und meiner Ansicht nach ist es wichtig, dass wir hier ganz klare politische Grundsätze, und die sind zum Beispiel vorgegeben durchs Völkerrecht und durch Menschenrechte, also sowas wie die Genfer Konvention zum Beispiel, dass wir diesen Konflikt auf seine politische Basis hin beurteilen und nicht mit irgendwelchen anderen Vermischungen von Begriffen und so weiter irgendwie versuchen zu beurteilen. So. Soweit meine Vorrede. Ich freue mich jetzt, dass wir hier einen Gast haben, die auch in den letzten Wochen sehr im Schussfeld war. Und das ist die Annette Groth, Mitglied im Deutschen Bundestag, menschenrechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Und im vergangenen Jahr, da wollten wir eigentlich zu Anfang erst ein bisschen mehr zu hören, ist sie auf der Gaza-Flotte mitgefahren, auf diesem überfallenen Schiff, der Marwa Marmari. Aber die Ereignisse haben sich natürlich jetzt ziemlich überrollt in den letzten Tagen und Wochen, und deshalb denke ich, wird die Annette vor allem auf diese Auseinandersetzung, was ist Antisemitismus, eingehen. Und dazu würde ich die Annette jetzt hier ans Mikrofon. Ja, hallo. Also, ich finde es ja ein bisschen, dass hier nicht viel, viel mehr Leute sind. Es ist so ein aktuelles Thema. Und ich möchte ja, bevor ich irgendwie auf Antisemitismus eingehe, das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Links sein, antisemitisch, schließt sich aus. Das habe ich in der Fraktion, das sage ich immer. Und von daher halte ich, das ist eine falsche Diskussion. Wir müssen uns auf Gaza, auf die Blockade, und die ist völkerrechtswidrig, das möchte ich nochmal hier betonen. Und völkerrechtswidrig und gegen internationales Recht war auch der Angriff der israelischen Streitkräfte auf die Marmara. Das ist ein Akt der Piraterie, aber es ist ein völkerrechtswidriges Verbrechen und Vergehen. Und das sagen auch Israelis selber. Und sagen, das muss aufgeklärt werden und Leute, die dabei beteiligt waren, gehören bestraft. Ich möchte, bevor ich jetzt weiterrede, erstmal auf einen wunderbaren Artikel aufmerksam machen, auf ein Interview mit einer Palästinenserin, die gerade in Berlin ist, Frau Fahad Maser, heute in der Süddeutschen Zeitung. Da sagt sie, Besatzung ist Gewalt, Besatzung ist Korruption, sie tötet und sie vernichtet die Menschlichkeit. Und das ist im Zentrum der Gaza-Flottille aller Bemühungen, die völkerrechtswidrige Blockade aufzuheben, was ja auch der Deutsche Bundestag, das war ein Erfolg unserer Flottille letztes Jahr, einmütig am 1.7. verabschiedet hat. Ein Antrag von allen Parteien eingebracht und die Forderung nach Aufhörung, Stopp der Blockade. Und zwar nicht nur für Personen, sondern auch für Waren.
Dieser Beschluss damals des Deutschen Bundestages ist sehr wenig in den Medien thematisiert worden. Und deswegen möchte ich das auch nochmal so betonen. Auch Westerwelle hat Ende letzten Jahres nochmal bei seinem Besuch in Israel gesagt, die Blockade muss aufgehoben werden. Und dafür kämpfen wir, dafür kämpft die Flottille. Und dann möchte ich noch eine Zeitung heute oder zwei Zeitungen empfehlen. Ich habe sie heute alle gelesen, gehört nicht unbedingt immer zu meiner tagtäglichen Lektüre. Aber auch im Neuen Deutschland sind heute sehr interessante Artikel zum Thema, unter anderem von meinem ehemaligen Kollegen Norman Pech, dem Völkerrechtsprofessor, der mit mir auf der Flottille war, sehr bedenkenswert. Und dann kann man auch etwas die Linke, die Auseinandersetzung innerhalb der Linken verstehen. Es gibt einen Journalisten, der mir bekannt ist, der jetzt mitfährt auf der Flottille, das ist Peter Wolter von der Jungen Welt. Andere Journalisten oder Journalistinnen kenne ich nicht, wie sowieso sehr wenig Deutsche mitfahren, außer den zwei Nürnbergern, eben eine von den Linken aus München, die auch ein Interview gegeben hat, Eldi Padovan. Und da freue ich mich sehr, dass doch durch sie und andere die Berichterstattung, gerade durch Peter Wolter, doch in Deutschland dann etwas sichergestellt ist. Denn letztes Jahr war das relativ mau von deutscher Seite aus. Ich bin interviewt worden von sämtlichen Fernsehsendern dieser Welt und Printmedien auf der Mavi Marmara. Aber die paar deutschen Journalisten, zwei, die waren ja nicht auf der Mavi Marmara, sondern auf den anderen Schiffen. Ich im Übrigen bin nicht zuerst auf der Mavi Marmara gewesen, sondern auf der Challenger 2. Wir sind von Kreta abgereist, zwei kleine, die kleinsten Schiffe, das waren zwei Yachten mit jeweils knapp 15 Passagieren drauf, plus Kapitän und so weiter. Wir waren auf der Challenger 2 hauptsächlich Frauen und die meisten von diesen Frauen, die ich sehr schätzen gelernt habe auf der Reise, sind auch diesmal dabei. Zum Beispiel Anne Wright, das ist eine ehemalige US-Colonel und jetzt absolute Friedensaktivistin, hatte ihre ganzen militärischen Ämter niedergelegt aus Protest. Und eine der aktivsten Frauen, möchte ich noch eine andere erwähnen, Yara Lee hat den besten Blog meines Erachtens zu dem Thema, heißt Cultures of Resistance. Und sie wird wie letztes Jahr auch alles dokumentieren, was sie jetzt auf der Flottille erlebt. Ich bin mir angesichts der neuesten Meldungen nicht so sicher, ob die Schiffe wirklich losfahren können. Auf Griechenland wird derzeit ein unglaublicher Druck ausgeübt von Seiten Israels, von Seiten der UNO. Ban Ki-moon hat sich eingeschaltet und der USA auch. Ja. Und gerade Griechenland ist ja, wie bekannt, in einer sehr diffizilen Lage. Und dann hat der neue UN-Botschafter Israels jetzt angekündigt, dass sie alles tun werden, um die Schiffe zu verhindern, dass die nach Gaza kommen. Und dadurch, dass ich nicht glaube, dass es dasselbe nochmal passieren wird wie das letzte Mal, dass die israelischen Streitkräfte das größte Schiff, die Mavi Marmara, attackieren, wo 9 Leute umgekommen sind, das werden sie sich nicht noch ein zweites Mal leisten können. Also muss man jetzt zu anderen Mitteln greifen, entweder gar nicht auslaufen oder man kann es auch anders machen, man kann auch Schiffsschrauben kaputt machen und solche Sachen, ohne dass man überhaupt Menschenleben gefährdet. Wir sind auf die Mavi Marmara gekommen, um das nochmal eben zu schildern, weil beide Schiffe, die Challenger 1 und die Challenger 2, hatten gravierende technische Probleme. Die Challenger 2 oder 1, ich weiß schon gar nicht, auf 1, ist gleich das Steuerding da ausgefallen. Das heißt, das Schiff ist dann sehr schnell manövrierunfähig und musste dann landen. Die Leute sind sofort auf die Mavi Marmara transferiert worden. Unser Schiff ist notgelandet oder notgeankert in dem Fall in Famagusta, in einem türkischen zypriotischen Teil.
Wir hatten also auch Steuerprobleme, aber unsere Wasserpumpe ging nicht. Und wir hatten nur eine. Und wenn die Wasserpumpe bei einem Schiff kaputt ist, dann sinkt es irgendwann mal. Also das war also ganz dringend, dass wir da irgendwo ankern und das reparieren. Und die griechischen Behörden, die haben uns das untersagt. Da kam dann ein Hubschrauber. Und dann mit Lautsprecher haben sie gesagt, wehe, wenn ihr in griechische Gewässer eindringt, dann ist es ein unfreundlicher Akt und dann bringen wir euch auf. Also von daher war damals schon die griechische Regierung sehr unter Druck. Es war auch kaum was in den Zeitungen in Griechenland über die Flottille. Ja? Also in Kreta, wo wir ja ein paar Tage waren, weil ich die Abfahrt immer wieder verzögert hat, haben wir eigentlich überhaupt nichts gesehen. Währenddessen in Samagusta, wo wir dann eine Nacht bleiben mussten, war am nächsten Tag die Zeitung mit Bildern und so voll von unserer Geschichte. Und wir sind dann nach Reparatur, was aber anscheinend auch nicht hundertprozentig gelungen ist, weitergefahren. Und dann hörte ich schon immer so Kapitän und den Stab, da gibt es noch Probleme und so. Und dann haben sie gesagt, oder wir haben darauf gedrungen, Norman Pelch, Inge Höger, die wir auf der Challenger 1 waren, dass wir auf jeden Fall transferiert werden wollen auf die Mavi Marmara. Ich hatte nicht mehr das Vertrauen, dass dieses kleine Boot weiter unbehelligt nach Gaza kommt oder überhaupt noch weiter seetüchtig ist. Und daraufhin, nur deswegen, sind wir dann am frühen Morgen auf die Mavi Marmara gebracht worden. Und es war ein Austausch dann von anderen Passagieren, die von der Mavi Marmara runter auf unser Challenger 1. Und so waren wir halt auf diesem großen Schiff und haben das dann alles miterlebt, was da geschehen ist. Ich bin keine Augenzeugin der Schießereien, das muss ich gleich sagen, habe ich immer betont. Ich war im Deck unten, Gott sei Dank. Ich hasse nämlich Blut und jegliche Form von Gewalt. Aber hinterher, was ich dann erlebt habe, wir waren ja x Stunden dann auf Deck und wurden alle einzeln rausgeholt aus dem Schiff und auf Deck platziert. Wir wurden gefilzt, also meine Bauchtasche konnte ich behalten, aber Inge hatte gar nichts mehr. Norman auch nicht, also die Handtaschen oder Rucksäcke wurden uns weggenommen. Der dritte im Bunde von IPPNW, Matthias Jochheim, das ist auch ein Arzt, der hatte überhaupt gar nichts, der hatte hinterher auch keine Brille mehr. Die hatten sie ihm allerdings dann zurückgegeben, weil ohne Brille bin ich, wie auch Matthias und andere, etwas sehr gehandicapt. Ich hatte auch als eine der wenigen Frauen Kabelbinder um meine Handgelenke und zwar auf dem Rücken. Das wurde dann allerdings relativ schnell wieder losgebunden. Und wir durften uns auch, wir Frauen und gerade ältere Frauen und ältere Männer wie Norman Pelch, auf die Bank setzen, die Bänke, die auf Deck sind. Mavi Marmara war ja ein Fährschiff und sehr groß. Und während die anderen Passagiere, und das waren viele Männer aus der Türkei, mussten dann knien mit teilweise verbundenen Augen und immer gefesselten Händen auf dem Rücken, und zwar für Stunden. Und ich habe mich dann immer eingesetzt bei den israelischen Soldaten. Manche waren sehr, sehr eng und das tut sehr weh auch. Wir haben mal gefesselt, war mit Kabelbindern, wer weiß das, dass man also Kabelbinder lockert. Oder ich habe mich dafür eingesetzt, dass einige Menschen auf Toilette gehen durften. Das wurde teilweise erlaubt, teilweise nicht erlaubt. Und es herrschte immer große, große Willkür, das muss man sagen. Was mich dann aber total entsetzt hat, und das werde ich auch meinen Lebtag nicht aus meinem Kopf oder aus meinem Gedächtnis rausstreichen können, das ist, als die Schwerverletzten, und die gab es ja auch, außer den Toten, dann in das höhere Deck transportiert worden sind, und zwar mit dem Kopf nach unten. Ja, wer weiß, wer schwer verletzt ist, alle Leute, wenn man die über die Treppe transportiert auf einer Liege, hat man den Kopf nach oben. Ja? Und das hat mich doch wirklich schockiert, weil man damit eigentlich das Sterben von Schwerverletzten bewusst in Kauf nimmt.
Also das fand ich einen sehr, sehr barbarischen Akt. Und von daher, als es jetzt um die Teilnahme der zweiten Flottille ging, ich habe da schon lange für mich entschieden, nicht mitzufahren. Es steht auch in etlichen Zeitungen, mehr aus terminlichen Gründen. Wir haben nächste Woche, wenn die Flottille losfahren soll, die vorletzte Parlamentswoche in Berlin vor der Sommerpause. Ich habe einen wichtigen Antrag, da komme ich gleich noch drauf, da zu verteidigen. Also ich hätte gar nicht weggehen können. Und dann natürlich habe ich auch gesagt, also sowas zweites, ein zweites Mal sowas wie Mavi Marmara zu erleben, das muss ich sagen, das brauche ich eigentlich auch nicht. So masochistisch bin ich auch nicht veranlagt, obwohl ich doch eher glaube, dass man sowas zum zweiten Mal eben doch nicht machen wird. Dann würde Israels Armee, denke ich, noch viel stärker an Gesichtsverlust und an Reputation leiden und verlieren, als es jetzt eh schon ist. Ich will meinen Antrag, den ich nächste Woche hoffentlich durchkriege, es wird seit Monaten und Wochen immer hin und her geschoben, ist der sogenannte Goldstone-Antrag. Und zwar gibt es ja einen Bericht über den Gaza-Krieg 2008, 2009. Und da gibt es so ein dickes Buch über die Menschenrechtsverletzungen der israelischen Streitkräfte, wie auch die Menschenrechtsverletzungen von Hamas. Das war eine unabhängige UN-Kommission unter dem Vorsitzenden Goldstone. Und das Ziel dieses Berichts und dieser Kommission ist eigentlich, die Leute, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben, zu bestrafen. Das ist mittlerweile auch ein großes Bündnis in Israel selber, die sagen, Straflosigkeit kann man nicht zulassen, denn wenn man diese Leute nicht bestraft, dann wird der nächste Krieg noch schlimmer. Das hat ein Soldat gesagt, der in einer Organisation, eine Organisation gegründet hat, Breaking the Silence, von ehemaligen Soldatinnen und Soldaten, teilweise noch Reserve, Offiziere und Reserve, Soldaten, Soldatinnen, und die sagen, wir sind dazu gebracht worden, wir wissen, dass wir das was Schlimmes gemacht haben, was entgegen dem Code eines Soldaten eigentlich entgegensteht, und wir sind mehr oder weniger zu Menschenrechtsverletzungen gezwungen worden. Und die decken das auf, sind natürlich unter wahnsinnigem Druck in Israel selber. Ich halte diese Gruppe, hat meinen höchsten Respekt, und ich sage, ich bin eigentlich eine der engsten Freundinnen Israels, weil ich nämlich nicht nur palästinensische Menschenrechtsorganisationen, sondern auch israelische Menschenrechtsorganisationen, Friedensgruppen aktiv unterstütze, die nämlich in Israel selber mehr und mehr an die Wand gedrängt werden und mundtot gemacht werden. Das ist auch mit Goldstone so passiert. Die Leute, die in Israel dafür kämpfen, dass man eben diese Verbrechen ahndet, dürfen, das ist eine neue Gesetzesvorlage, die liegt in der Knesset vor und wird auch demnächst verabschiedet, die dürfen überhaupt gar nicht mehr solche Äußerungen machen oder Informationen weitergeben. Wenn das durchkommt, dann ist ein großer, großer Demokratieverlust in Israel zu verzeichnen, der jetzt schon da ist, das sagen einige ganz offen. Wir hatten vor 3 Wochen eine israelisch-palästinensische Delegation von Menschenrechtsorganisationen im Bundestag. Wir hatten ein Gespräch mit dem Menschenrechtsausschuss und dann haben sie alle Parteien auch besucht, um die deutsche Regierung zu drängen. Da haben sie auch uns um Unterstützung gebeten, dass sie doch ihre ablehnende Haltung, den Palästinenserstaat im September durch die UNO anerkennen zu lassen, dass Merkel diese ablehnende Haltung aufgibt. Sarkozy und andere Regierungen sind in Europa, haben schon Zustimmung signalisiert, dass also Palästinenserstaat anerkannt werden soll, was völkerrechtlich ein großer Fortschritt wäre, aus vielen, vielen Gründen, die ich jetzt noch nicht darlegen will. Aber Merkel ja immer betont, im Schlepptau von Herrn Obama, nein, 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 das geht ja gar nicht, und dann immer wird das Existenzrecht Israels bemüht, das überhaupt niemand bezweifelt und niemand bestreitet. Das muss man ja auch jetzt immer dazu sagen. Also für mich ist das schon klar. Ich halte diese Debatte auch für eine Scheindebatte.
Also von daher, in der Tat, in Deutschland hat die Flottille bislang wenig Aufmerksamkeit erreicht. In anderen Ländern gab es Benefizkonzerte, in USA, in Kanada, in Frankreich. Viele Leute haben gespendet, um eben diese Millionen, die dafür erforderlich sind, locker zu machen, dass man 10 Schiffe kauft und natürlich auch die ganzen Waren, die dringend benötigt werden, vor allen Dingen Medikamente, Rollstühle und alle solche Sachen. Ich lese mal ganz kurz vor, was in der jungen Welt vom 23.06., da hat der Rüdiger Göbel einen Hilferuf aus Gaza veröffentlicht. Zitat: Während hierzulande der Streit tobt, ob Linke an einer neuerlichen Solidaritätsflotte für Gaza teilnehmen dürfen, kommt aus den von Israel kontrollierten palästinensischen Gebieten ein eindringlicher Hilferuf. In den Krankenhäusern, Gesundheitszentren und Arztpraxen des Gazastreifens ist mittlerweile die Minimalversorgung der Patienten kaum noch zu schaffen. Es fehlt an Medikamenten, Geräten und anderen unentbehrlichen Hilfsmitteln. Gazas stellvertretender Gesundheitsminister erklärte, wir haben hier eine schwere Versorgungskrise, die außer Kontrolle geraten könnte. Viele Gesundheitsdienste sind nicht mehr verfügbar. So, deswegen ist diese Flottille auch so wichtig, oder die Güter, ja, also Betäubungsmittel, Schmerzmittel, Dialysemittel, Säuglingsnahrung, Gummihandschuhe, Spritzen und alle diese Sachen, die man für eine wirkliche Minimalversorgung von Kranken benötigt, sind einfach nicht mehr vorhanden. Also die Lage in Gaza ist katastrophal, das muss man immer wieder sagen, und darum ist auch eine Öffnung für Waren so dringend erforderlich. Damit möchte ich jetzt schließen. Danke. So, danke. Danke, Annette. Zum einen möchte ich jetzt darauf hinweisen, dass die Renate hier vorne gleich noch einen Karton in die Hand nehmen wird, weil wir natürlich für den Krankenwagen, den wir jetzt hier aus Nürnberg geschickt haben, auch immer noch Geld sammeln. Und weil der Ralf, mit dem wir dann hoffentlich gleich telefonieren werden, auch vorhat, für den Sommer in diesem Jahr sich einem weiteren Konvoi anzuschließen, der dann über Ägypten, hoffentlich wieder auch aus Nürnberg, zahlreiche, vor allem wohl Medikamente nach Gaza bringen wird. So, und dann gibt es für die Annette noch statt Blumen unser Olivenöl. Einige kennen das vielleicht schon, das ist bei uns käuflich zu erwerben. Das ist aus Galiläa, also aus dem Norden Israels. Jetzt denken manche vielleicht, hey, was ist mit dieser Boykottsache? Aber ich bin der Meinung, man muss diese Sachen vor allem nach ihrem politischen Gehalt auch beurteilen. Und dieses Olivenöl kommt von palästinensischen Olivenbäumen und wird gepflückt und bearbeitet von einem jüdisch-palästinensischen Frauenprojekt. Das ist meiner Ansicht nach erstmal eine ganz schöne Sache. Ich war jetzt Anfang Mai zum Beispiel dort und habe so ein Pumpenzentrum, also die verkaufen zum Beispiel auch Olivenöl, besucht, wo eine ganz nette Atmosphäre war. Besonders wertvoll ist mir diese Organisation, die das Olivenöl halt vertreibt, vor allem deshalb, weil sie auch politisch einen sehr klaren und sehr deutlichen Standpunkt einnimmt in dieser Frage, ja, und sich von solchen Sachen wie diesem Israel-Fahren zum Beispiel gar nicht wirre machen lässt. Also, es ist ein super Olivenöl aus der Gemeinschaftsproduktion, hat, glaube ich, bei einem mediterranen Olivenölwettbewerb im 2010 den ersten Platz gewonnen. Die Leute sind natürlich unterwegs, waren auch schon mal hier in Nürnberg auf der Biofach, weil sie ein riesengroßes Problem haben, Waren aus Israel zu vertreiben. Aber das hier ist ein ausgesprochen gutes Olivenöl. So, herzlichen Dank, Annette.
So, wir machen jetzt ein bisschen Musik und versuchen in der Zwischenzeit unsere zwei Nürnberger in Griechenland, wie sie vielleicht gerade dabei sind, das Schiff der Gaza-Flotte zu betreten, telefonisch zu erreichen. Bitte kurz, wo du bist. Also, wir sind in Athen. Wir sind zu zweit hier aus Nürnberg mit unserem Krankenwagen aus Nürnberg hier angekommen. Wir hoffen, dass wir bald fliegen können zum Gaza. Es gibt ein paar Probleme. Zwei Schiffe sind im Moment blockiert von der griechischen Regierung. Eine davon ist das amerikanische Schiff. Und das Cargo Griech. Den kommenden Montag soll der letzte Pressekonferenz sein. Scheinbar innerhalb der nächsten Woche würden wir ablegen. Und es sollen bis jetzt ungefähr 10 Schiffe sein. Habt ihr denn schon einen genauen Termin, wann es losgeht, oder ist das noch so vage, nächste Woche irgendwann? Nicht. Es gibt noch von Seite der griechischen Regierung ein bisschen blockierende, die versuchen es zu blockieren. Es ist ja gestern ein neues Statement von Clinton aufgekommen, in dem sie zusagt, dass Israel die Flotte angreifen kann. Aber alle hier würden viel weiter gehen. Also keiner hat mit der Angst zu tun. Wie viele Leute haben sich denn jetzt im Moment da versammelt in Athen? Wir können jetzt nicht sagen, aber es sind nicht viel. Also Hotels sind zum Teil vollgebucht durch diese Sache, durch die Flotte. Die ganzen Amerikaner, das amerikanische Flugzeug wird auch kostet, sobald es freigegeben wird. Wir erwarten zum Beispiel, dass das griechische Schiff freigegeben wird, dass wir Krankenwagen aufladen können. Ja, und sonst ist im Moment ist mehr oder weniger nur das Warten. Okay. Also wir haben jetzt hier gerade noch ein bisschen Geld gesammelt, Ralf. Ich habe vorhin gesagt, dass du für den Sommer planst, auch einen Konvoi mit zu organisieren hier von Nürnberg. Sagst du da nochmal kurz was dazu? Also wir hoffen, dass der Konvoi bald mal zurück sind, dass wir einen Konvoi machen, auf jeden Fall mit medizinischer Hilfe. Wir versuchen auch Leute dafür zu gewinnen, dass wir von ganz Europa vielleicht einen Konvoi, der durch Ägypten, also Italien oder Griechenland nach Ägypten, dann nach Gaza geht, durch den Rafah-Übergang. Und sollte medizinisch sein, medizinischer Bildung, in der Richtung wollen wir da Unterstützung. Wir haben einen Krankenwagen mitgenommen, haben ihn soweit es geht aufgefüllt, weil es auch Zeitengpass war. Für den nächsten Konvoi hoffen wir größere Unterstützung und auch mehr, die mitmachen. Okay, soweit. In der Frage telefonieren wir sicher nochmal miteinander, Ralf. Gibt es noch was du sagen willst? Naja, ich hoffe, dass wir bald ablegen würden, dass da alles hoffentlich geklärt wird. Die einzige Enttäuschung ist, dass die Marvin Marmara nicht mitgeht. Das ist Enttäuschung bei allen Leuten. Wird denn da die Haltung der türkischen Regierung auch besprochen, warum die Türkei sich da jetzt so zurückhält? Das sah ja eigentlich nach der letzten Flotte ein bisschen anders aus. Also ich kann dazu nicht genaueres sagen, aber alle sagen, es ist der Fehler von der IHH, dass sich die Politik reingemischt hat und dass sie zu lange gewartet hat. Okay. Ralf, dann sage ich das mal im Namen der Leute, die sich hier versammelt haben. Alles Gute für dich und für Mohammed. Vor allem jetzt dann auf dem Weg nach Gaza.
Ja, und wir hoffen, dass wir euch dann hier gesund in Nürnberg wieder zurückkriegen und dass ihr dann davon berichten könnt, was da passiert ist. Ja, danke. Okay, tschüss dann. So, damit haben wir jetzt den letzten Punkt sozusagen unserer Veranstaltung, die ich jetzt hiermit dann auch mit ein bisschen Musik dann beenden möchte. Und ich bedanke mich bei euch hier für euer Kommen. Dankeschön. Tschüss.